Herr Post, es ist jetzt mittlerweile 10 Jahre her, dass die Aqua Gewert AG im Jahr 2005 das Unternehmen GWI übernommen hat. Das Flaggschiff Orbis hat sich seitdem wesentlich weiterentwickelt. Was waren die Meilensteine in dieser Zeit? In diesen 10 Jahren haben wir Orbis, das integrierte Prozessmanagementsystem in der Klinik, extrem weiterentwickelt, funktional und technologisch. Ein Beispiel sei genannt: In diesem Zeitraum ist die neue Graphic User Interface NICE ausgerollt worden in die komplette Kundschaft. Und heute haben wir sogar auch mit mobilen Graphic User Interfaces zu tun, mit Orbis ME. Es ist so, dass wir in der Zwischenzeit in diesen 10 Jahren 200 bis knapp 200 neue KISS-Kunden dazugewonnen haben und heute in den 3 Ländern, in den 4 Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg insgesamt 870 Orbis-Kunden in unserer Kundschaft zählen dürfen. Herr Ströder, zu Agfa Healthcare gehört jedoch nicht nur Orbis. Im Bereich der Radiologie bieten Sie beispielsweise Impax an. Ihr Slogan hier: Radiologie 360 Grad. Wie verlief hier die Entwicklung? Ja, wenn ich von Seiten der IT in der Radiologie antworten darf darauf, dann ist diese Entwicklung atemberaubend gewesen. Sie müssen sich vorstellen, allein das Orbis Radiologie-Informationssystem wurde das erste Mal 2006 installiert. In der Zwischenzeit von 2006 bis 2015 ist es uns gelungen, über 365 Orbis-Rissinstallationen in Krankenhäusern und Universitätskliniken installieren und abnehmen zu dürfen. Im Bereich Impax ist es uns gelungen, in dieser Zeit knapp 460 Installationen in den Dach zu realisieren. Und ja, das ist eine durchaus positive Entwicklung, die wir in beiden Produktlinien genommen haben, sodass wir mit Fug und Recht behaupten können, hier die Marktführerschaft und die Technologieführerschaft vereinen zu können. Und wir werden noch in den nächsten Jahren auch mit unseren Kunden an diesen beiden Produktlinien im IT-Bereich für die Radiologie weiterhin konstant und hart arbeiten. Mit der Akquise von Hyde Media, Herr Post, haben Sie einen Anbieter für Enterprise Content Management übernommen. Was bieten Sie hier den Krankenhäusern? Die Übernahme von Hyde Media im Jahr 2007 stellte eine sehr große Ausweitung in ein neues Segment dar, außerhalb des Krankenhausinformationssystems, aber technologisch und auch inhaltlich perfekt auf Orbis und auf jegliches weitere Subsystem oder andere Krankenhaussysteme abgestimmt. Es ist so, dass wir vor allen Dingen unseren Kunden in diesem Bereich was Neues bieten wollen, neue Technologie, Innovation, und wir haben in der Zwischenzeit mit dem Hyde Media G5-System knapp 200 Kunden in diesem Zeitraum gewonnen. Das macht uns sehr stolz und spornt uns noch mehr an, in diesem Bereich zu investieren und nach vorne zu gehen. Herr Ströter, inzwischen besitzen Sie ein breites Portfolio an weiteren Lösungen. Man kann Sie als Anbieter alles aus einer Hand bezeichnen. Wo liegen hier die Vorteile für die Krankenhäuser? Alles aus einer Hand ist ein Monopolist, der wir nicht sind. Wir vertreten den holistischen Ansatz. Wir sagen, die Kernprozesse in einem Haus müssen von einem Anbieter IT-mäßig abgebildet werden. Das ist unser Anspruch und den gehen wir konsequent zu Ende. Das ist auch unsere Vision, die wir haben von einem Krankenhaus, den holistischen Ansatz, sprich Vermeidung von Schnittstellen. Und damit ganz klar dienen wir hier der Erlössicherung und natürlich die Reduktion der Prozesskosten. Im Mittelpunkt muss aber immer der Patient stehen, und zu dem Wohle des Patienten entwickeln wir ja eigentlich ja auch IT-Systeme. Wir gehen diesen Weg in die Diagnostik sehr stark, wie ich eben schon gesagt habe, mit dem Orbis Radiologie-Informationssystem, aber auch mit Orbis Cardiology oder aber auch, wenn Sie den Kreis sehen zwischen OP, ICU und Anästhesie. Das sind Sachen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben und hier den Markt noch weiter durchdringen zu wollen im Bereich holistisches KISS-System. Herr Ströter, ein weiteres großes Thema ist Mobility. Die klassischen Desktops werden mehr und mehr von mobilen Endgeräten abgelöst. Wie ist Agfa hier aufgestellt? Ja, diesen Trend sehen wir natürlich auch, und das ist ein Trend auf Sicht, so muss man das sagen. Wir haben dieses Jahr auf der CONI 2015 unser komplett neu, ja, programmiertes Orbis ME, ME steht für Mobile Edition, einer großen Kundschaft vorgestellt. Ist auch sehr gut angenommen worden, denn in der Tat, es wird alles mobil, und das wollen wir natürlich mit Orbis auch werden und sind es auch schon, haben auch die ersten Installationen jetzt auf vielen Stationen innerhalb unserer Kundschaft hinter uns gebracht.
Das ist ein Trend, dem wir uns nicht verschließen können. Wir sehen ihn auch als extrem wichtig, wo Sie halt nicht nur Einsicht in die Patientenakten nehmen können, das auf einem iPad oder auf einem iPhone oder auf einem Android-System, und dann kommen wir schon zu einem entscheidenden Punkt. Das Ganze muss irgendwo über Webservice oder HTML5 basierend entwickelt sein, denn die Technologie, die wir dafür nutzen können, die wird uns zur Verfügung gestellt. Wir können es überall installieren und somit unserem Kunden zur Hand geben. Genauso machen wir es ja auch mit unserer Bildverteilung, mit unserem neuen Xero-Viewer, der auch komplett mobil benutzbar ist. Das ist der Trend der Zeiten, wollen wir uns nicht verschließen. Zusatzfrage, welche Plattformen bedienen Sie? Wir haben uns entschieden, alle Plattformen zu bedienen. Das heißt, egal ob iOS, ob Android oder ob Windows, ist das, was der Kunde möchte, darauf installieren wir. Für Kunden ist die Zukunftsfähigkeit und die damit zusammenhängende Investitionssicherheit von entscheidender Bedeutung. Wie garantieren Sie dies Ihren Kunden? Gut, was die Welt in 20, 50 Jahren macht, das ist heute sehr schwierig vorherzusagen. Aber wir haben alles getan, damit diese Investitionssicherheit unseren Kunden gewährleistet ist. Denn wir sind kein Anbieter, der 4 verschiedene KISS-Systeme Fall bietet den Kunden und die Kunden da im Unsicheren lässt, welche Plattform denn demnächst kommt, sondern bei uns ist es eine homogene Plattform, Orbis, und nicht weit weg von 1000 Krankenhäusern in ganz Europa benutzen Orbis als Krankenhausinformationssystem und als Datendrehscheibe. Darüber hinaus haben wir sehr, sehr viel investiert in die Services Support Organisation. Wir haben mit Abstand das größte Service Team. Ich rede jetzt nur von der Dachregion. Es sind 450 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich tagtäglich um die Kunden im IT, um unsere IT-Kunden kümmern. So, das sind erstmal 2 Gründe. Und ein dritter Grund ist, dass Aqua Healthcare sich zu 180% verschrieben hat der Healthcare IT. Das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwo, das ist kein fünftes Rad am Wagen, die IT, wie das bei vielen anderen Industriekonzernen ja ist, sondern es ist die integrale, inhärente Strategie von Aqua Healthcare komplett auf Healthcare IT und die Vernetzung von Gesundheitsdienstleistern zu setzen. Das ist die Zukunft.